Willkommen bei IT.com und der CK-Service. Ich freue mich, dass ihr mein Video ausgewählt habt, denn heute geht es um was Neues, ganz was Neues, um einen K90 Smartwatch, eine Uhr, eine Smart-Uhr. Jo, die hat ein paar super Funktionen, wie man sehen kann. Man kann den Slipper-Monitor überwachen und Wecker, Kalender, Taschenrechner, Bluetooth, eigentlich das. Dann noch die Sportfunktionen, Herzfrequenz kann man messen, dann die Standby, die Ruhephasen, dann Musik kann man abspielen und telefonieren kann man damit sogar laut, so wie es da steht. Ja, und man kann verschiedene Motive da verwenden. Und was ich überhaupt das Coole finde, ist, wenn einmal das Band, quasi der Armband von der Uhr, kaputt geht, kann man es jederzeit tauschen. Das finde ich wirklich top, das ist auch genial. Und was hat er noch zu bieten, diese Smartwatch, die K90? Ja, es ist Full Touch, es ist komplett aus Metall, bis auf das Glas natürlich, das ist unzerbrechlich, das ist ein Panzerglas, es ist wasserfest und es hat einen Vibratormotor drinnen, eben für die Nachrichten her, für sonstige Nachrichten, was man so heutzutage alle kriegt. Dann ist es mit einem 200 mAh Lithium-Batterie drinnen, das heißt, der haltet für Standby, sagen wir mal grob, bis zu einer Woche 10 Tage, je nachdem, was man macht damit. Und Foto. Schießen kann man auch damit, quasi Selfie, man stellt das Handy oder die Kamera oder sonst was irgendwo auf die Seite und man drückt noch einmal drauf und der macht schon Foto, das ist auch sehr genial. Na gut, dann fangen wir mal an, machen wir mal den guten auf da, den K90 Smartwatch. Ja, wenn es jetzt aufgehen würde, das wäre ja natürlich ideal. Noah, kommt nicht einmal raus. Schaut euch das an, ich muss ein bisschen nachhelfen. Nein, geht auch nicht. Uiuiuiui. Na, schauen wir mal. Anders herum. Wenn es so leicht gehen würde, wie man sich vorstellt. Aber gut. So, eine Seite habe ich schon mal. So, da ist das gute Stück. Ja. Ich kann es euch unten verlinken, wenn es Interesse habt. Auf diese Smartwatch, die K90, weil die sind nicht sehr günstig, die sind relativ teuer in Wirklichkeit und ich habe es wirklich um einen super günstigen Spottpreis gekriegt. Das sollte man gleich 10 Stück zugreifen, aber so viel wollte ich ja auch nicht natürlich nehmen, weil was mache ich mit 10 Stück davon, außer dass ich es verlosen könnte, aber gut, das ist ein anderes Thema. Gut, dann nehmen wir mal das Armband hier raus. Einmal eins. Jetzt schauen wir mal, was wir alles mit dabei haben. Das zweite, was dann zum Reingeben ist. Und da ist das gute Herzstück, was jetzt wir da haben. Das lege ich jetzt auch mal kurz da ab. So. Und warum es hier so ausschaut, ist aus einem Grund, weil ich noch vorhin noch was gearbeitet habe. Dadurch schaut es hier so aus natürlich. So. Jetzt machen wir mal auf den guten da. Na. Oder schauen wir mal, was wir noch überhaupt mit dabei haben in den Ganzen. Schauen wir mal. Ah ja, genau. Denke ich mal ja. Also Ladegerät ist dabei für die Smartwatch, die K90. Und eine kurze Bedienungsanleitung, was er so alles Gutes kann. Na, schauen wir mal, was da drinnen steht. Was Gutes, was Interessantes. Schauen wir mal. So, was haben wir denn da Schönes? Aha, da sieht man schon. Na gut, natürlich ist ja klar, man muss ja mal die Uhr mit dem Handy verbinden, natürlich, ist ja klar. Boah, was hat denn der noch da Gutes drinnen? Ja, Bluetooth hat er drinnen, Flashlight hat er drinnen. Und was gibt es da noch? Multifunktion, so wie beim Apple. Das heißt, die Leute, was haben
Android oder Apple, die können das natürlich verwenden. Das ist gar nicht so schlecht, finde ich, ja. Also, was hat er? Basics, Parameters, ja. Also, fürs Aufladen braucht er circa, dass er voll aufgeladen ist, 2 Stunden. Und die Aufladestation ist magnetisch, das heißt, ja, ihr wisst schon, es kann nicht verrutschen beim Aufladen, die Connector. Und es ist wasserfest, stoffest, also quasi bruchsicher, weil es ein Metallgehäuse ist mit einem Panzerglas. Wird unterstützt von einem Bluetooth 4.2 oder höher, das ist auch nicht schlecht. Gut, was haben wir noch Schönes hier? Was steht denn da noch Schönes? Schauen wir mal. Okay, die App Store müsste man runterladen. Quasi die App von dem Fitfly, entweder von App Store oder von Google Play Store, dass man es runterladet, je nachdem welches Betriebssystem man hat, quasi welches Handy, ob jetzt ein Android oder ein iOS. Also, was steht denn da noch Schönes drinnen? Ah ja, da steht sie auch. Na bitte, schaut mal, was da noch steht. Es ist für eine Android-Version, auch für die älteren Androids, von 4.4 Version oder höher und von den Apple Versionen 8.0 und höher. Das heißt, was früher war, ist leider nicht möglich. Aber sonst macht das ganze Ding wirklich einen guten Eindruck. Also ich bin wirklich begeistert. Und das um diesen Preis ist das wirklich, kann man sagen, spottbillig. Ja, also ich bin sehr begeistert von den guten da. So, was haben wir noch? Jetzt schauen wir mal. Jetzt machen wir mal den an, den guten. Ja, liebe YouTuber-Freunde, jetzt habe ich am Start oder im Start währenddessen euch bekannt zu geben, unten im Link, ja, könnt ihr dann sehen, ich habe jetzt da eine Umfrage hineingestellt betreffend meines Kanales. Von IT.com und der CK Service. Da könnt ihr mir jede Frage beantworten oder mir was dazu schreiben, worauf ich mehr eingehen soll für euch, dass es mehr interessanter wird für euch, die Gestaltung der Videos. So, danke, ihr seid natürlich die Besten, das ist ja wohl klar. Aber jetzt geht es einmal hier weiter. So, da ist ja das gute Herzstück, schaut euch das an. Das ist aber echt toll, super verarbeitet. Das müsst ihr euch mal geben, das ist ja echt absolut genial. Vielleicht kann ich das euch zeigen, Moment. Machen wir mal so, dann kann man das schöner sehen. Ich lege es einmal hier hin. Wenn man das so sehen kann, ist wirklich top verarbeitet. Auch die Rückseite ist tiptop verarbeitet. Also das ist wirklich ein top Smartwatch von K90. Naja, dann schalten wir mal ein den guten. Das heißt, hier der rote Button sollte dann zum Einschalten gehen. Das Ganze, der gute. Ja, wie süß. Mit einer Stadtmelodie. Na, wie lieb ist denn das? Ja, 10.04 Uhr ist es aber sicher nicht. Es ist jetzt gerade 3 Uhr in der Früh. Am Samstag. Aber wirklich nicht schlecht, muss ich sagen. Wow. Was kann er noch? Aha, da haben wir die Nachrichten. Wenn wir unten gehen. Aha, die Schnelleinstellungen, was das sind. Gut. Kann ich nach links? Ui, schaut euch das an. Wie beim Apple, ganz genau wie beim Apple oder beim den Smart Gear von Samsung oder von Apple da. Dieser, welcher ist das da? 5 oder der 6er Serie jetzt von denen?
Man kann das richtig mit so wie die Bubbles, wie das heißt, diese Bubble-Icons, hin und her swipen. Das ist echt genial. Haha. Was hat denn der alles Schönes? Na schauen wir mal. Gut, Einstellungen quasi für die Fotosgalerie. Wetter hat er. Anrufe gibt's da. Da für die Fotos zum Auslösen. Ja, Bluetooth-Funktionen, Kontakte, Telefon. Was hat er noch? Die Uhr, Musik, Wecker, Sprachfunktion. Kalender haben wir schon, Taschenrechner, das finde ich schlafen hat er sogar dabei drinnen. Was gibt's noch? WhatsApp und so weiter, Stoppuhr, dann die Sportaktivitäten. Und was gibt's noch? Was gibt's noch? Aha, und da sind dann eben halt die generelle Einstellung für Sprache und so weiter. Und da kann man dann wirklich die ganze Aktivitäten überwachen, was man die ganze Woche bisher gemacht hat. Gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ist wirklich super. Ich bin begeistert von dieser Smartwatch. Also, wenn ich jetzt da drauf drücke, natürlich geht das. Ha! Man kann den Hintergrund von der Uhr ändern. Ach, das ist aber genial. Auch nicht so schlecht, ja. Taschenlampe? Ui, ja klar, ist ja nicht anders zu erwarten. Aber ich muss sagen, ist wirklich top verarbeitet. Und funktioniert einwandfrei. Wow. Also das müsst ihr euch geben. Wirklich top. Gut. Dann lege ich einmal den guten daher. Ja, also wenn euch das Video gefallen hat bisher, dann könnt ihr mir ein Like lassen oder ein Abo. Danke, ihr seid die Besten.